Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mobility. Wie wir sehen, wir haben 100.000 Einwohner. Und auch die Annahme des Geldes sprudelt vor sich hin. Wie gesagt, ich habe das Ziel im Moment, 150.000 Einwohner zu erreichen. Und ich möchte mal sehen, wie ich das am besten hier alles noch machen möchte. Hier wollte ich noch mal sehen wegen den Parkraum. Na gut, es geht eigentlich langsam hier hin. Weil ich sagen muss, ein Parkhaus werde ich ja noch errichten. So. Und hier hinten, naja, weiß noch nicht. Auslastung ihrer Parkplätze ist schlecht, habe ich ja eben was gebaut, den Parkplatz. Da kann es schon sein, dass die Auslastung schlecht ist. Wohnfläche benötigt. Naja, die spart die Wohnfläche, ja. So, Wohnfläche. Wie gesagt, wirklich noch teilweise die Zugstrecke einfach noch ein bisschen zu erweitern hier. Ich sag, die Zugstrecke wird vielleicht hier noch ein bisschen irgendwie weitergeführt, keine Ahnung. Ich sag, kommen hier die Zugstrecke geht hier weiter. Da geht dann vielleicht sogar auch dann irgendwie noch ein bisschen noch durch die Stadt einfach. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, weil da müsste ich viel abreißen. Andererseits kann theoretisch so eine Bahn eigentlich mehr Leute transportieren, theoretisch zumindest. Naja, die Beförderungskapazität wird gegenüber Bussen um das Dreifache erhöht. Da die Bahnen mit Strom betrieben werden, ist auch die Umweltbelastung gering. Es wäre vielleicht gar nicht mehr so verkehrt, dass man sagt, man baut vielleicht doch noch ein bisschen auf die Busse, auf die Bahn. Und die Busse, die vielleicht doch ein bisschen wegmacht. Man braucht halt nur viel zu viel Platz dafür hier. Aber so gesehen, eigentlich wäre es vielleicht doch eventuell gar nicht mal so verkehrt. Andererseits, wo will ich das hinbauen? Das ist dann wieder die andere Sache. Hier, wenn ich das hier hinbauen würde, müsste ich das alles hier abreißen. Das möchte ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Einkaufsmöglichkeiten wollen die Leute haben. Kommt hier noch die mittlere Einkaufsmöglichkeit, würde ich sagen. Und zwar hier hin. Baut sich das Gewerbe auch langsam hier aus. Wo hier natürlich auch noch ziemlich viel Fläche ist, was eigentlich noch gebaut werden könnte. Also von daher. Bisschen Fluss hier weiter. So. Mehr
mehr Wohngebiete. Wir wollten also noch etwas Wohngebiete haben. Fahre ich hier noch eine Bushaltestelle hin. Welche Linie hatte ich hier eigentlich unten? Gelbe. Weil die Gelbe fährt ja schon dort lang. Neue Linie. Und da noch da. So, wo sind wir? Hier. Elektroantrieb. So. Wo sie gebrauchen können. Elektroantrieb, so. Kann ich denn hier mein Wohngebiet einsetzen? Oh, das ging aber schnell. Die Leute können es ja kaum erwarten, hier zu wohnen. Ist überlastet. Welche Linie ist das? Die 14. Ja, die ist wirklich ziemlich überlastet. Wie gesagt, es fahren schon sehr viele Leute mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit den Bussen. Klar, der Bus ist halt irgendwann einfach zu überlastet. Andererseits, wie gesagt, man kann ja keine U-Bahn bauen. Das ist halt schade, dass das Spiel keine U-Bahn hat. Speichere mal ab nochmal. So. Genau, Carsharing könnte ich auch nochmal sehen hier hin. Na, ich wollte die Karte eigentlich nicht wegdrücken. Na genau, ich baue das hier hin. So, das geht langsam. Sieht hinten aus. Könnte ich auch noch eins hinbauen. Mach ich die Dinger hier weg. Dann wollen die am besten hier hinten noch eins. Naja, gut, hier hinten kann ich vielleicht eins hinbauen. Ich könnte hier noch eins hinbauen, obwohl hier ist eigentlich auch schon eins. Da bauen wir von mir halt noch eins hin. Eine weitere Schule wird benötigt. Und hier auch. Da bauen wir hier noch eine hin. Da reißen wir die hier ab. Kommt hier auch noch eine Station hin. Parkraum. Unten wird wohl Parkraum benötigt, wenn ich mir das so richtig ansehe. So. Sendemasten muss ich da oben noch einen hinbauen. Besten als hier hinten hin. Da brauche ich den genau hier hin, den Sendemast. Dass die aktive Zielführung hier auch vorhanden. Ja, geht's langsam mit den Parkplätzen. Ist zwar die Abdeckung könnte ein bisschen besser sein, aber eigentlich geht das. Solange die es nicht meckern, baue ich da jetzt eigentlich zwei dahin.
Außer vielleicht hier wegen den Einkaufsmöglichkeiten, da baue ich vielleicht hier noch einen Parkplatz hin. Mehr Wohnfläche benötigt. Das könnt ihr gerne haben, dann mache ich hier halt noch eine Wohnfläche hin. Hier mache ich noch ein bisschen Gewerbe. Was haben wir denn hier alles gebaut? Das sieht doch schlimm aus. Das will ich auch nicht haben. Weg damit. Nochmal bitte aufs Neue. Ist ja genauso schlimm wie vorher. Zwingt mich nicht, selbst in Editor nachzusehen, selbst was hinzubauen. Naja, das passt schon mal. Ihr nicht. So, bitte enttäuscht mich nicht. Gut, hier haben sie mich enttäuscht, das möchte ich auch nicht haben. Auch noch ein bisschen Wohnungen haben. Na also, so ist das schon viel besser. Das gefällt mir doch schon viel, viel besser. Und hier, das ist okay. Also hier möchte ich halt auch noch ein bisschen Wohngebiet haben. So lasse ich mir das gefallen, so gefällt mir das. Parkplätze. Ah. Na gut, dann baue ich noch einen Parkplatz hier hin. Ja, sieht doch eigentlich schon gar nicht mehr so schlecht aus. Das ist wirklich wie eine richtige Großstadt eigentlich. Höchstgeschwindigkeit hier auch. Unserem schönen Stadion, was wir hier gebaut haben. Jetzt bauen wir noch ein bisschen unsere Zugverbindung weiter. Können wir noch eine Station weiterbauen. Noch mehr Einkaufsmöglichkeiten. So, mal sehen, jetzt benötigen wir die rote Bahn. Das ist diese hier. Kann ich hier noch eine Haltestelle anschließen? So. Haben sie gesagt, noch mehr Einkaufsmöglichkeiten. Ich sage, da können wir genauso gut noch eins von diesen ganz großen Dingern hinbauen. Jetzt ist nur die Frage, wohin am besten, vielleicht hier hin. Machen wir das hier, da wird hier halt nicht weiter gebaut. Da geht es hier halt nicht weiter. Sie benötigen eine weitere Schule. Ah, schätze, mit der Schule könnte ich am besten eigentlich auch noch eine mittlere bauen. Ah, ich glaube, wir könnten... Wie sieht es aus mit der Schule? Würde die ganz große Schule hinpassen? Nein. Gut, machen wir das so. Baue ich die mittlere Schule hier hin. So, eine 30er-Zone. Überlastet, ach du großer Gott. Zehn Busse bräuchte man dafür noch, meine Güte.
genauso überlastet hier, Bus. Ist auch alles überlastet. Nochmal 5 Busse. Wie gesagt, eigentlich bräuchte man viel mehr andere Möglichkeiten, dass man wirklich sagen kann, gut, man kann auch vom Prinzip U-Bahn-Bahner, wie gesagt, das geht halt leider nicht. Das finde ich halt wirklich schade, dass man hier keine U-Bahn bauen kann. So, mehr Wohnfläche wird benötigt. Mal wieder. Kann ich die Straße nicht weiterfahren, wie ich sehe. Gut, dann machen wir das halt so. Bahnlinie noch einmal ein bisschen ausbauen. Sie fährt als Anschlusslinie bis da hinten hin. Jetzt benötigen wir noch eine neue Bahn. So. Kann ich nämlich hier noch mein Wohngebiet einplanen. Und wir benötigen mehr Parkplätze. Ah, hier hinten natürlich. Na gut, ich könnte hier noch einen Parkplatz hinbauen. Da müsste das eigentlich auch passen. Das dulde ich ja nicht. Das dulde ich. Das gefällt mir wieder. Wieder eine Buslinie überlastet. Natürlich, dass so eine Bahn viel mehr Leute transportieren kann und das halt natürlich viel schneller als ein Bus. Und vor allen Dingen, der Bus blockiert ja natürlich noch den Straßenverkehr. Die Bahn natürlich nicht. Aber wie gesagt, die U-Bahn wäre halt noch besser. Warum nur habt ihr das nicht entwickelt, liebe Entwickler, damals? Warum nur? Die Stadt kann nicht weiter wachsen, dass sie weitere Wohngebiete benötigt. Auf die 150.000 werden wir in dieser Folge wohl nicht mehr kommen. Wenn ich mir das mal so ansehe. Jetzt können wir die blaue Buslinie ein bisschen weiterführen.
ziemlich hübsche Parks eigentlich hier. Das ist eigentlich der ganz große Park hier. Na komm, weil wir hier noch ein paar Riesenparks sehen. So. Hier gleisen wir mit kleinen Parks noch zu. Als mega Superpark. Der Lärm ganz schlimm. Gut, wegen Straßen natürlich. Hier natürlich auch. Hier die Straße natürlich auch. Ist durch die Mobilität natürlich auch nicht so ideal. Was? Nicht genug Fahrzeuge? So. Hier ist die S-Bahn überlastet. Wir benötigen eine weitere S-Bahn. So. Ja, vielleicht werde ich dann mal offline irgendwann nochmal das Ganze versuchen dann umzubauen, dass ich sage, ich baue dann vielleicht doch nochmal die Zugverbindung durch die Stadt nochmal durch, dass ich dann vielleicht die Züge mehr einsetzen werde und dafür dann die Busse nach und nach natürlich auf der Strecke, wo dann die Bahn fährt, dann die Busse dann wegmachen werde. Dass das dann, sage ich mal, nicht doppelt ist. Und dass dann die Busse dann von der Straße dann mehr oder weniger langsam verschwinden. Weil das hat ja sonst keinen Wert. Ah, die brauchen noch mehr. Na gut. Brauche ich hier noch ein Parkhaus hin? Ich meine, Parkhäuser bringen Geld, also immer her damit. Die eigentlich nicht langsam mal wieder neue Gewerbeflächen. Obwohl, naja, doch langsam müssten die ja wieder neue Gewerbeflächen brauchen eigentlich. Ampel haben. So. Mache ich noch ein bisschen Gewerbe hin. Dünn besiedelt. Haben sie auch gleich angenommen. Ansonsten möchte ich dann, wie gesagt, dann vielleicht noch hier mich noch ein bisschen ausbreiten hier. Wobei dann vielleicht ein bisschen mit den Seen vielleicht hier noch dabei. Mehr Arbeitsplätze werden benötigt. So, das habe ich ja schon lange nicht mehr gelesen. Dass mehr Arbeitsplätze benötigt werden. So, ihr bekommt nur noch ein bisschen dem. Und hier wird eine neue Zuglinie errichtet. So. Ja, ihr wollt mehr Wohnfläche. Okay. Aber hier werde ich noch ein bisschen Industrie platzieren und Ecke.
bis nach Parkplätzen sehen. Carsharing auch. Bauen wir hier nochmal so ein Ding hin. Ja, genau, hier baue ich eins hin. Mach ich das hier weg. Kommt eins hier hin. Hier Linie 23. So. So, ein Bus fehlt natürlich noch. Das, was ich jetzt eigentlich sehen wollte, wie sieht es jetzt aus mit den Carsharing? Naja, es geht langsam, ist aber noch nicht unbedingt ideal. Das hier könnte eigentlich vom Prinzip hier auch nochmal eine Station hin. Parkplatz, Sendemast, ui, Sendemast muss ich auch noch einen hinbauen. Bauen wir den hier hin. So, Parkraum, na gut, Parkraum geht langsam. Außer hier oben sieht es noch ein bisschen kritisch aus. Ich kann noch hier einen Parkplatz kriege ich hier noch hin. Eigentlich langsam gehen mit den Parkplätzen hier. Wie gesagt, es dauert immer eine Zeit. Jetzt haben wir PKW-Erreichbarkeit. Durchschnittliche Fahrzeit 20 Minuten. Ach so, jetzt verstehe, wenn ich von hier wahrscheinlich starte. Ich bin dort unten in 20 Minuten wahrscheinlich. Na klar, wenn ich von hier bin, ich will irgendwo hingehen, wie schnell bin ich wohin? Hier beispielsweise brauche ich ganz lange. Na gut, wie gesagt, ich kann auch keine Autobahn bauen oder irgendwas. Und ich baue schon jetzt über diese Schnellstraßen hier hin, dass die Leute vergleichsweise schnell von A nach B kommen. Und das Spiel hat sich aufgehangen. Na gut, da werde ich an der Stelle jetzt auch die Folge beenden. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.